Und du arbeitest schon am nächsten Meilenstein oder was? Ja, den habe ich jetzt fertig gemacht und ich bin gerade immer wieder am Laufen und Frauen. Weißt du, kann man den Meilenstein das kommen jetzt nochmal oder wie? Für wen das wollen? Boah. Ich hab dann auch mal auf Platten gewechselt, weil jetzt haben wir schon einige jetzt. Okay. Ist auch nicht so übermäßig, aber wir haben irgendwie 5 Platten und fast 2-6 Stangen. Oh, das hat aber weh. Ende. Ich hab mich ganz schön vermöbelt. Wir waren zu viert. Oh. Knappes Ding. Unten ist die Kohle. Ah, die sehe ich jetzt auch erst. Oh, hier gibt es ganz viel Blätter. Yes. Blätter. Hallo. Ja, wir müssen den bald entziehen, Junge. Echt? Nimmst dir zu viele pflanzliche Substanzen ein. Aha. Ist doch nur Gras. Da ist die P, ich bin ganz schön eine Runde gelaufen. Habe ich mich wohl ein bisschen verlaufen, aber es ist egal. Da laufe ich immer hoch, wenn ich die Runde gemacht habe, tatsächlich. Echt? Ja. Da hört sich wieder sich nach Tiere an. Help. Bin ich noch down von vorhin. Dankeschön. Bitteschön. Hallo Reisende. Hallo. Was haben Sie denn Produktives getan in unserer Abwesenheit? Ja, wir haben Sachen hergestellt. Per Hand? Ja. Mit einer eigenen Maschine? Ja. Meine eigene Werkbank, die hat schon so geglüht. Hm. Ist nur das Ding, was hier an der Base steht, oder was? Ist nichts anderes, oder? Nichts anderes. Kann nichts weniger oder so? Gut, es ist vielleicht andersrum gedreht, aber sonst. Okay, jetzt sind wir soweit mit dem Frachter starten. Deshalb dieses Transportschiff, was da oben dran hängt, das nimmt jetzt diese Materialien mit. Und gibt uns dafür scheinbar die Baupläne, die wir da vorher ausgewählt hatten, ne? Ja. Irgendwie so, hat hier aktueller Meilenstein. Push the button! Du hast aber nicht den roten Knopf gedrückt, oder? Doch, ich bin nächstes Mal wieder weggelaufen. Lauft! Building these will provide a grid for more advanced organizing and sectioning of your factory. Jonas steht dort, dem ist es egal. Jetzt müsste alles dort hochgehen. Wow. Jonas weg. Einfach zur Asche. Ach, da kehrt zurück in einer Minute 30. Ah, da rechts oben steht die Flugzeit, okay. Ich geh mal kurz durch ein bisschen da oben. Abbaue den Weltraum, wie war das vor uns das Ding, was du gezeigt hattest? Ja. Oh, nicht reingeplant. Ich wollte nur mal genau wissen, wie groß es ist, aber ich hab's nicht mal ganz gesehen. Und dann kann man den nächsten Meilenstein. Ach, kann man es nicht auswählen? Oh, doch. Vielleicht. Logistik, hier ist es. Förderband Splitter. Brauche ich. Unbedingt. Wir haben da schon mal 3 Miner angeschlossen, die ein Förderband hier brauchen. Das heißt, ich packe meine Taschen wieder voll mit Material. Eisen, die Stangen hat schon jemand weggelagert. Ja, die sind hier nichts. Also ich habe auch noch was dabei, aber. Du weißt, wir bekommen es erst, ne? Ja, ich bereite meine Tasche vor.
Ah, okay, du bereitest ihn vor. Komm noch wieder. Ah, 20 Sekunden auf dem letzten Meter Anflug, okay. Einweiser bitte. ja, perfekt, sitzt. Easy. Milestone exchange concluded. Fixit freighter re-entry complete. Okay. Ich dachte, jetzt ploppt das irgendwie auf, aber es ist schon in meinem Inventar. Ah, da muss ich mal kurz drüber gehen. Rampen, Fundamente. Ich mach kurz ein bisschen Draht. Wände. Ein Beobachtungsturm. Wow. Der ist voll günstig. Das heißt, wir müssen jetzt an dem anderen Meilenstein arbeiten, dass ich die Förderbandgeschichten bekomme. Ist ja voll easy. Na gut, die Träte braucht's noch. Ein paar mehr. Ach, ich mach's grad. Du bist grad dabei. Ah. Und Platten sind ja eh in der Produktionsanlage gerade am Laufen, ne? Genau. Ich hab noch welche einstecken, ich wollte das nicht alles hergeben, weil ich dann einfach damit schon bauen wollte. Brauchen wir aber Metall, das reicht glaub nicht. Wir haben nur 80 Metall. Da drüben ist ein Container, der ist voll. Dann lauf ich mal kurz. Ich werde mir schon mal mehr die Förderbänder anschauen. Ach, den Mast muss ich erst rausholen oder was? Ich muss vorher einen Mast setzen, das macht's nicht von allein. Nee, also solange du keine Anlaufstelle hast, sag ich mal, dann ist erst ein Mast. Kann ich ein Förderband auch rückwärts ziehen? Also wenn ich jetzt hier oben einen Container baue mit dem Eingang und gehe von dem weg und ziehst darüber, weißt du schon, wie rum das laufen muss, Förderband, oder? Müsste, solange es nicht verpackt ist. Ja. Okay. Mache ich einfach einen Container hin, dann habe ich es einfacher vielleicht mit dem Band anlaufen. Logistik, ein Förderband. Ich werde mir noch ein paar Stahlplatten klauen. Ich sehe gerade, das ist echt mies. Stahlplatten mitgenommen. Weil der Meilenstein bringt mir ja auch nichts, wenn die Förderbänder noch nicht stehen und so. Das ist ja unnötig. Ja. Schätze ich mal. Okay, jetzt habe ich mein Inventar voll. Hätte ich vielleicht nicht alles nehmen sollen. Oh cool, hier ist ja ein Container. Kann ich ja alles reinlegen. Aha. Sehr cool. Die sind schon schön lang. Zu lang. Ich stehe doch raus. Stehst du schon mal im Weg oder was? Nein. Der mobbt mich hier. Ja, warum wird das wieder rot? Gibt's denn, das ist wieder so eine Tastenbelegung hier. Ich wollte ihn doch jetzt noch höher machen, den Mast. Dann wird das wieder rot und wieder und wieder. Schick. Next step. Tada. Da unten ist das Code-Ding. Oh, hier ist auf. Bären. Autsch. Was autschst du denn? Neue Sprung tat weh. Ah. Schau. Hey, das ist wie so ein Hund. Der rutscht da rum. Okay. Ja. Und das weh tut? Ja, das tut echt weh. Oh. Warten alle nur drauf, bis sie wieder nach Hause kommen. Echt? Ja. Ich will nicht außen rumlaufen.
Achso, ich dachte, jetzt arbeitet jemand an den Meilenstein, an den Zeug inzwischen, während ich mir das Vorderband mache. Ich dachte, jetzt ist drei Mann dazu gucken, aber es ist okay. Ich will nur wieder nach Hause. Ah. Hey, die Kohle läuft. So. Kohle ist immer wichtig. Wenn man viel Kohle hat, kann man viel sich leisten. Richtig. Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Kohle-Typen, die wir da meinen. Echt? Mhm. Ich glaube auch. Ja, ich glaube schon. Haben wir irgendwo noch Eisen? Das habe ich in den Container reingelegt. Nicht der Container, der neue, der Kohle-Container. Aber hätte ich ja eigentlich auch den anderen nehmen können. Eigentlich einfach alles und ein bisschen anders. Du hast Eis in den Kohlecontainer gelegt. Ja. Ah, aber es liefert gerade erst nur die Kohle aus. Irgendwann kommt dann quasi das Eisen mit rum. Wahrscheinlich, wenn es die komplette Kohle da rausgezogen hat. Hier oben, da wo die Kohle ankommen soll. Ja, genau. Achso, das ist doch kein Kohlecontainer. Das Kohlecontainer, der steht da unten bei der Kohlemine. Ja, das ist schön. Oh, läuft das gemütlich. Ich hab's jetzt rausgetan. Also Jonas, ich weiß nicht, was du treibst, nicht, dass du dich irgendwie unterforderst fühlst oder so? Nee, ich hab grad okay, hier... Gut. Warum liegt hier jetzt halbes Eisenerz drauf? Was sind das jetzt? Eisenerz drauf? Ach so, das ist... Oh, das ist mein Schuld. Ja. Ja, so musst du ja richtig reingehen. Ja. Hä? Fuck, du kannst, ja? Nee. Ich hab ihn kopiert. Hier ist es ungünstig. Inflation, sie haben verkackt. Mast. Okay, Eisen ist wieder drin. Es hat nicht funktioniert. Ich hab keine Eisenplatten mehr. Och, nö, nee, ich hatte doch über 100 dabei. Was ist das? Und Bestimmtheit. Kann mir die jemand rüberwerfen? Einfach nur so, von weitem zu. Von weit. Die Kohle kommt an! Ich produziere gerade ein paar noch schnell. Platten? Ja. Das ist gut. Ich würde mir tatsächlich was klauen wollen, wenn es recht ist. Mhm. Bald ich 100 hab. Ach du Scheiße. Nee, ich komm vorbei. Schwing den Hammer. Erste Sekunde. Nur 100. Unsere Anlage macht aber auch welche, oder? Ja. Haben sie schon, okay. Na dann. Ja, aber das ist noch zu wenig. Also ich hab jetzt grob 100. Die hat nur 50 gemacht, während du ein paar 100 schaffst. Muss halt das Eisen vorher auch noch in die Barren umarbeiten. Ich würde es nehmen, bei Gelegenheit. Steht direkt neben dir. Eine Sekunde, ich finde noch kurz Schlaufe auf die 100. Mhm. Das sind jetzt 94, 96, 98. Oh, muss noch mal zwei. Ich habe eh 51, ich brauche nur 99. 8, ne, mir fehlt nur eins. Da habe ich 149 Platten. Lässt mich erst mit so einer ungeraden Zahl gehen. Oh Mann. Ja, man kriegt immer nur zwei. Warte. Aber man kriegt nur zwei. Man kriegt immer zwei gleichzeitig. Ah. Warte, das kurz ignorieren. Hä? Warte, das kurz ignorieren, hat er gesagt. Dankeschön, 150 Platten. Bitteschön. Lass mal noch splitten. Rutschen hast du gesagt, aber der wollte gar nicht rutschen. Oh, jetzt. Boah, wie geil. Oh, man verliert aber Schwung. Ja, ich schätze mal, wenn das Band wirklich mit dir mitgehen würde, würde man länger rutschen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Hm.
Dafür bauen wir komplett verkehrt rum. Ja. Gut, aber eigentlich wollte ich hoch. Ich war so vom Rutschen angetan. Okay. Zu steil. Theoretisch können wir jetzt auch diese Stelle, die näher ist, machen. Fällt mir gerade ein. Wir können ja aufbauen. Aber wir das letzte Mal nicht hochgekommen sind. Achso, jetzt habe ich das auf der 4. Macht das eigentlich übrigens automatisch auf den auf die Hotbar, ne? Das ist nice. Das ist richtig gut gemacht. Ja. Habe ich das die ganze Zeit immer wieder ignoriert, dass das ja da unten drauf ist. Okay, es kann sein, dass ich gerade zufällig doch einen Weg hochgefunden habe zu dieser Stelle. Hm. Man müsste da eigentlich theoretisch so einen Mast bauen. Theoretisch wäre der Meilenstein ready. Wuschiger Knopf. Aber ich muss mich noch Geduld da drauf zu drücken. Ja, ich würde sagen, drück drauf. Kannst du vielleicht von grün. Da, wo du bist, sogar jeden roten. Rot ist immer gut. Feuer! Schieß das Teil ab. Milestone reached. Conveyor belts can now merge, split and lift to increase the complexity and efficiency of your factory. Sehe nichts abheben. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics. Ja, warte nochmal, er richtet sich aus jetzt. Tschüss. Es wird wohl nicht animiert in dieser Reichweite, Entfernung. Oh, schade. 33, dann ist er da. Oh, er wird immer länger. Fliegt er immer weiter weg oder was? Er wird auch alt. Ah, die haben wir gerade aus frisch gebaut. Ja, man muss ja auch immer mehr tragen und so. Aha. Da geht's auch hin. Ja, das ist doch schon mal was. Hier ist zu lang und hier geht's noch. Das ist doch gar nicht so schlecht. Geil, wie dann die Ressourcen dahin fliegen. So, ich schaue schon mal, ob ich an den Container rankomme, weil das ist eigentlich blöd platziert hier. Gucken, ob es das zulässt. Scheinbar nicht. Probier's mal von hier aus. Mach das vielleicht so. Und jetzt herum. Ah, das ist auch blöd. Oh, ich komme jetzt wieder und jetzt hebt er bei mir erst ab. Ah. Das ist süß. Das würde gar nicht reinpassen. Was passiert denn, wenn ich Zeug im Container abbaue und das passt nicht rein, hä? Ich schätze, es liegt auf dem Boden. Wie sieht es einfach aus? Rum. Und da interessiert es mich dann aber, was ist, wenn man jetzt heimkommt? Zu der Zeit, wo das Ding landet, dann hebt es ja bei einem ab und landet gleichzeitig, oder was? Gute Frage. Ich schätze mal, die Einanimation kommt nicht zum Wegfliegen. Ja. Eine Kiste liegt dann jetzt hier. Okay. Ist das die Kiste, wo du letztens gestorben bist? Ist das so eine Metallbox? Ja, ich glaube. Ist jemand gestorben? Müssen wir trauern? Nö, nee, das ist nicht unbedingt traurig, wenn er stirbt. Nö, nee, ist okay. Werd hier nur gemacht. Er ist letztes Mal einfach draufgegangen, ne? Ja. Weil mein Spiel gecrackt ist neben Bienen. Eine Gemeinheit. Ja. Ach, was schön, bauen wir später noch Zeit, so wie es aussieht. Sieht ein bisschen wild aus, aber es tut's. Weiße Stoff ist einfach das Zeug in den Container rein und dann ist mein Inventar wieder frei, ne? Ja. Dann kann ich die Box aufheben.
So, jetzt habt ihr das ja schon freigeschalten, die Weiche. Ist ja unglaublich. Warte, warte. Aber das Rutschen hat sich gelohnt. Yes. So, da wurde was freigeschalten. Logistik. Ah, man kann Förderbänder splitten und... Ach, da brauche ich einen Fusionierer am besten. Aha. Das heißt, ich werde das hier erstmal wieder zerlegen. Blub. Und... Fusionierer, da wieder die Eingänge. Ah, drei. Okay. Machen wir das mal dahin. Das daran. Das da. Nee, das ist falsch. Das soll doch hier rein. So. Ja, das ist ja geil, der Splitter. Kann ich alle drei Minen eins anschließen? Ach so, sollen einfach überlastet sein, ne? Das hat sie ja vorhin schon nicht geschafft. Stahlplatten sind in Produktion irgendwie? Wahrscheinlich schon, ne? Durch die Maschine auf jeden Fall. Ja, sollten. Die Tiere werden uns hassen, wir bauen alles zu. Container. Zu wenig Material und zu lang. Beides. Das ist gut. Das wäre doch machbar, oder? Und jetzt? Fehlen 22 Eisenplatten, aha. Ja, machen wir die Verbindung noch ran und ist das auch schon fertig. Endgame. Hat er gerade was gefressen? Alter, machst du Geräusche. Diese Riesenzecke. Zurück an die Arbeit. So, das läuft auch. Kann ich bei dir eigentlich schon mal einen neuen Meilenstein auswählen? Nö. Nicht? Okay, schade. Ich würde mir das gerne angucken, weil wenn das ausgewählt ist, kann man das nicht mehr so rein. Also wir können jetzt Schrauben machen. Sehe ich gerade. Aktuell noch gar nicht benötigt, ne? Ne, ich wüsste es gerade nicht. Könnt gerade, ich geh mal kurz durch die Produktion und guck, was Schrauben brauchen könnte. Aber bis jetzt. Oh, da fühlt sich gut, da fühlt sich aber richtig gut. Sehe ich nicht, ne? Okay. Ach man. Ach doch, man kann hier schon weiter. Auf Stufe 2 kann man schon. Man muss die Feldforschung nicht machen. Da gibt's eine Map. Ja, genau.
Die interessiert mich, die würde ich nämlich gerne ausprobieren. Und die Mam. Jo. Ah, die was? Ah, hier brauchen wir die Schrauben, sehe ich jetzt gerade. Da brauchen wir 300 Schrauben. Eine Forschungseinrichtung ist das im Prinzip. Ja, also ähnlich. Dann gibt es noch Objektscanner. Weiter den Inventarplatz im 3-Slots. Oh, das klingt aber richtig gut, die Feldforschung. Meilenstein ausgewählt, wir sind uns einig, haben wir gesagt. Ja. 300 Schrauben, stellen Sie schon die Werkbank. Genau. Erst noch, ich mache die 300 Schrauben schnell, wenn ich. Wenn es reicht. Ich glaube, ich sollte sogar hinbekommen. Ja, ja, 300 sind gefragt. Der ist also leer. Ach, es läuft 1 zu 1 durch, okay. Das hat aber hier Eisenbahn. Weil das natürlich dann runter und ich schmelzen müsste. Jetzt wollte ich eigentlich wissen, ob ich diesen Förderband was sagen kann. Schrauben. Was ging auf fix? Ja. Kommt wahrscheinlich nicht nur im Zweierpack raus, ne? Naja, also man musste. Ich habe vorhin auch, wo ich an der Werkbank stand, kurz so ein paar Eisenstangen gemacht, dass ich auch ein paar Materialien zum Bauen dabei habe und nicht vorhin die ganze Zeit. Wie vorhin die. Deutsch? Wie vorhin die ganze Zeit bei der Geiern zu müssen. Mhm. Und jetzt braucht man aber für 4 Schrauben eine Eisenstange. Das heißt, ich habe meine ganzen Eisenstangen gerade verbraucht. Ah, okay. Und dann kriegst du halt für eine Eisenstange 4, dann geht das recht zuckig, also recht zackig. Ja. Und die Platten macht die Maschine ja, und dann brauchen wir bloß noch diese Träte. Da haben wir noch den nächsten Meilenstein schon. Ich geh grad schnell. Maschine und Platten erleichtert, okay. Platten rein. Wir könnten auch mal noch Kupfer schmelzen lassen. Eine zweite Maschine machen. Ja, schon. Also ich war aktuell ganz schön beschäftigt mit Aufbauen. Ich kümmere mich nur schnell kurz die 300 Drähte und dann. Ich habe noch 500 Kupferbarren, schleppe ich die ganze Zeit mit dem Inventar durch die Gegend. 500 Barren? Ja, nicht Barren, das Erz und ich arbeite gerade mit Barren um. Ach so. Um hier die 300 Draht herzustellen. So, 5, 4, 3, 2, 1, yay! Ah ne, da bist du ja. Bin direkt hier, ja. Yay. Aber willst du schon drücken, oder was? Okay. Können wir machen, oder? Ich denke. Felix kennt sie schon. Ja. Ja, man sieht ja auch nichts, das Ding hebt ab und dann. Ja. Ey, auch nur 3 Minuten, also es ist jetzt nicht länger geworden. To ensure a greater chance of success during exploration, an upgraded tool belt has been provided, as well as an object scanner and beacons. Cool, wenn das so einfach wäre, mit dem Abheben von schweren Lasten. Via the MAM to enable detection of specific objects. Sind wir von Space Engineers, da ist nicht so einfach mal kurz. Ja. The map has been unlocked. Was anzuheben? Persönliche Aufbewahrungsbox gibt's jetzt. Die Karte. Die Karte, das war das Wichtigste für ihn. Ja. Verfügbare Markierungen und Stempel 250. So, dann doch nicht. Ach, oh, doch, oh. Man kann mit der rechten Maustaste die Karte noch verschieben. Ich würde sagen, die ist gar nicht so groß. Ja. Ja, doch, ist groß. Und jetzt kann man aber Marker setzen oder was, ne? Ah, das ist Ende. Außerhalb wird dann einfach, ja, außerhalb der Map sein.
Okay. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Müssen wir ausfinden. Deswegen vielleicht so ein Exploration Buggy, ja. Ja, aber da bin ich auch. Oh ja, das war doch mal. Echt? Oh, ich hoffe, das Schiff kommt wieder. Cool. Okay, ja. Bis dann. Ciao. Kann ich mir jetzt einen eigenen Meilenstein aussuchen? Aber das sieht schon cool aus. Kann man sagen, nix. Also, wenn es euch ein bisschen unterhalten hat, lasst gerne mal ein Like da und ein Abo natürlich sowieso. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao, Leute.